Dann schauen wir doch mal direkt rein. Wolf. So, da bin ich wieder. Ja, ich bin auch wieder da. Google ist auch wieder da. Oh, das ist ja ein cooler Sticker. Cool. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Wer auch immer sich in dein System gehackt hat, er weiß, was er tut. Bitte, Wolf, du musst einen Weg finden, ihn zu stoppen. Aber du kannst ihn doch sicher aufhalten, oder? Ja, das habe ich schon zu spüren bekommen. Du kannst ihn doch bestimmt aufhalten. Ich liebe die Herausforderung. Aber der ist echt gut. Bisher ist es dem Angreifer jedoch nur gelungen, auf einige deiner Chatverläufe zuzugreifen. Die gute Nachricht? Deine Chatverläufe sind jetzt sicher. Ich konnte die infizierte Datei bereinigen und vor einer erneuten Veränderung schützen. Deshalb auch die kurze Störung vorhin. Diese tritt übrigens bei jedem externen Zugriff auf dein Gerät auf. Scheint ein Systemkonflikt deines Handys zu sein. Was uns im Grunde zugute kommt. Sekunde. Jo, da ist es wieder. Wenn du das auf deinem Bildschirm siehst, solltest du vorsichtig sein. Okay. Das Geräusch dazu finde ich auch cool. Verstehe, diese Störung sollte mich also warnen. Aber wie weiß ich, dass nicht du gerade diese Störung verursachst? Okay, und wie soll ich mich dann verhalten? Ja, das frage ich mal. Nicht schreiben oder... Ganz einfach. Der Angreifer kann nur in Echtzeit deine Konversation verfolgen. Soll heißen, er kann erst ab dem Moment des Zugriffs mitlesen. Und auch nur das, was auf deinem Bildschirm zu sehen ist. Ihr könntet es also zu eurem Vorteil nutzen. Ja, okay. Eigentlich können wir dann reinschreiben, hallo lieber Hacker. So ungefähr. Nein, das fällt ja dann zu sehr auf, dann weiß er ja Bescheid, dass wir Bescheid wissen. Aber, ja, man schreibt dann einfach irgendwas ganz anderes. Ne, man passt dann halt auf. Zu unserem Vorteil, ich verstehe nicht, du willst also damit sagen, genau. Wir könnten ihn bewusst in die Irre führen, wir müssen uns so unauffällig wie möglich verhalten. Ich sollte dich dann sofort informieren. Ja, bewusst in die Irre führen oder unauffällig verhalten, ne? Eigentlich können wir das doch machen. In die Irre führen. So ist es. Der Angreifer weiß nicht, dass du seine Spionageaktion mitbekommst. Somit könntet ihr das Thema wechseln und ihn verwirren. Auf eine falsche Fährte locken. Ihm falsche Informationen liefern. Du solltest auf jeden Fall deine Freunde informieren. Vielleicht solltet ihr eine Art Safe Word vereinbaren. Das ist gut. Gute Idee, Safe Word, hast du ein Beispiel für mich? Ja, komm, fragen mal. Premium. Naja, deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das kann eine plötzliche Migräne sein oder ein Schornsteinfeger, der plötzlich vor der Tür steht. Etwas, bei dessen Erwähnung ihr wisst, dass Vorsicht geboten ist. Du verstehst, was ich meine? Ja. Ja, verstanden. Also, ja. Also, ein Satz, um die anderen zu warnen. Wie zum Beispiel. Kann ich mir jetzt einen aussuchen? Sorry, ich bekomme gerade einen Anruf. Verdammt, mein Badewasser läuft über. Mein Zwerghamster wurde aus seinem Laufrad geschleudert. Es tut mir leid, aber ich find's so gut. Ich glaube, ich muss es nehmen mit dem Hamster. Aber es ist so auffällig, ne? Es ist so auffällig. Aber da wird Wolf uns auch bestimmt nochmal bremsen, oder? Wenn wir das jetzt nehmen. Komm, wir nehmen das jetzt einfach mal. Aber ich glaube, Wolf wird uns da noch mal bremsen, dass wir das nicht nehmen sollten.
und ist zwischen den Streben des Käfigs stecken geblieben. Vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Ach. Aber das Prinzip scheint ja klar zu sein. Oder du wechselst einfach unauffällig das Thema. Ich fasse also nochmal zusammen. Wenn dein Display sich verändert, musst du davon ausgehen, dass jemand mitliest. Du hast dann folgende Optionen. Erstens, warne deine Chatpartner zum Beispiel über ein Safe Word. Zweitens, wechsle sofort das Thema und verwirre den Gegner. Drittens, oder beende die Konversation und verlasse den Chat. Alles klar, Wolf, grauer Bildschirm, potenzieller Angriff, check. Kannst du denn mein Handy nicht generell vor Zugriffen schützen? Ich muss weiter. Check. Und keine Sorge. Wenn der Angreifer erneut auf dein Handy zugreift, werde ich dies mitbekommen. Und die Verbindung schnellstmöglich unterbrechen. Ich werde mich jetzt weiter meinen Aufgaben widmen und versuchen, diesen Hacker auf Standby zu stellen. Bis gleich. Wisst ihr, an was mich das ein bisschen erinnert? Ember schreibt in die Gruppe. Mich erinnert das ein bisschen an Healing. Bei Healing hatten wir nämlich genau diese Funktion. Ne, also nicht, da war es nicht so, dass Leute bei uns dann mitlesen. Da waren wir quasi die andere Seite. Also da waren wir dann diejenigen, die, ja, diejenigen, die halt mitgelesen haben bei Chats. Auch da gab es immer Verbindungsabbrüche und sowas und irgendwie interessant. Und das wird jetzt bei uns gemacht quasi. Das, was wir bei The Healing bei anderen gemacht haben. Irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob das halt Absicht war, so, ne? So, dass man es halt mal so andersrum macht. Ember, ich sehe es wie Sebastian. Dieser Deal, von dem im Chatverlauf gesprochen wird, war ein Vorwand. Ja. Sandy lag mit ihrem Bauchgefühl von vornherein richtig und sie haben sich leichtgläubig darauf eingelassen. Ich glaube, so ein Angebot hätte niemand ausgeschlagen. Ja, Sandy lag richtig. Ja, sie hätte auf ihren Instinkt hören sollen. Clara? Oh, ich sage mal Clara, Carla. Ich stimme Ihnen zu, aber leider lässt sich das nicht mehr rückgängig machen. Ember? Okay, dann lasst mich nochmal zusammenfassen. ...84 Jahre, nachdem Schwester Braun den Dämon gebannt hat und in die Sterne im Bild des Persos erneut die Achse des Bösen bilden. Und die Sterne. Hat die Bruderschaft die Gruppe offensichtlich zum Ort der Verbannung gelockt, um Belia einen neuen Wirt zu liefern. Carla? Was wir jedoch nicht wissen... Ember? Wie viel Zeit bleibt uns? Carla? Genau. Es sind knapp 3 Tage, in denen Belia den wahren Wirt in Besitz nehmen muss. Und innerhalb von 10 Stunden, in denen sich die Sterne gegenseitig verdecken, fordert der Dämon sein Opfer. Fest steht, die Uhr tickt und die Bruderschaft bereitet schon das Ritual vor. Es könnten also Tage, aber auch nur noch wenige Stunden sein, die uns bleiben, um Belial aufzuhalten. Wir müssen herausfinden, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ich weiß nicht. Das mit den wenigen Stunden will ich mal ein bisschen betonen. Einfach um zu nochmal, ne, zu betonen, dass wir unter Umständen nur noch ganz wenig Zeit haben. Es sollte kein Problem sein, an diese Informationen zu gelangen. Ich kümmere mich darum. Ember? Und wir müssen herausfinden, wie wir diesen Dämon aufhalten können. Was, wenn wir es schaffen, das Ritual zu verhindern? Was, wenn Belia keinen Wirt findet, solange diese Sternenkonstellation besteht? Und wenn wir einen Weg finden, ihn erneut zu bannen?
Okay, wollen wir das Ritual verhindern? Wollen wir Belial das Ritual verhindern? Das sehe ich eigentlich ganz gut. Gute Chancen, dass man das irgendwie hinbekommt. Carla? Der Dämon fordert sein Opfer. So ist es überliefert. Ich weiß nicht, was geschehen wird, wenn es ihm nicht dargebracht wird. Amber? Aber es besteht zumindest die Möglichkeit, dass er dadurch aufgehalten werden könnte. Carla? Ich? Ja, ich denke schon. Amber? Mein Vater scheint der Einzige zu sein, der weiß, wie man es aufhalten kann. Ja, oder wir kriegen weitere Tagebucheinträge, ne? Carla? Aber er wurde entführt und ist möglicherweise nicht mehr am Leben. Entschuldigung, Amber, aber wir müssen diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Und selbst wenn wir wüssten, wie wir den Dämon stoppen können, dazu müssten wir wissen, wer der Wirt ist. Ja, das wissen wir mittlerweile. Bisher wissen wir lediglich, dass Mika und Annie in Frage kommen. Ja, das stimmt, wir wissen nichts Genaues. Aber wir haben keine Ahnung, ob wirklich eine von beiden gewählt wurde. Amber? Es besteht also nach wie vor, wenn auch eine sehr geringe Möglichkeit, dass sie aus einem uns unbekannten Grund verschont geblieben sind. Oh? Oh? Ich frage mich, was aus Fridolin Fell geworden ist. Wir sollten uns demnächst alle mal zum Grillen treffen. Könntest du mir vielleicht mal ein signiertes Buch von deinem Vater schicken, Amber? Was nehmen wir denn? Oh, wie cool. Das ist total... Ich finde das cool mit diesem Themenwechsel jetzt. Also das zweite sollte man nicht nehmen. Fridolin Fell. Ja, das frage ich mich wirklich. Aber damit geben wir doch irgendwie was preis, ne? Damit würden wir preisgeben, dass da irgendwer irgendwas ist. Fridolin Fell, sozusagen. Und dann würde er vielleicht nachforschen, wer Fridolin Fell sein könnte. Also ich nehme mal das letzte. Sie wissen natürlich nicht Bescheid, ne? Ah, okay, jetzt gebrochen. Sorry, das war schon wieder ich. Das nächste Mal warne ich dich vor, versprochen. Aber das mit dem Themenwechsel solltest du nochmal üben. Was? Warum? Was zum Teufel redest du da? Es tut mir leid, ich dachte, wir würden ausspielen. Sorry, ich musste das Thema wechseln. Moment, ich kann es euch erklären. Ja. Das sollten wir mal so machen. Lesen sie erstmal. Finde ich aber cool, dass sie dann wirklich so ein bisschen Zeit brauchen zum Lesen sozusagen. Jetzt verstehe ich. Dann bekommst du also mit, wenn die Bruderschaft mitliest? Ja, durch deine Störung auf dem Bildschirm, wenn jemand von außerhalb zugreift. Es könnte auch Wolf sein. Genau, und dann sollten wir das Thema wechseln. Naja, es kann halt auch Wolf sein, ja. Wir wissen ja nicht, ob dieser Hacker von der Bruderschaft ist, ne? Carla, aber sind wir denn jetzt wieder sicher? Amber? Da Sebastian uns gerade den Screenshot geschickt hat, ist davon auszugehen, Carla. Bitte entschuldigen Sie, ich bin da inzwischen ein wenig paranoid. Amber? Schon gut, Carla. Aber im Grunde finde ich Wolfs Vorschlag gut. Wir sollten uns ein Wort oder einen Satz überlegen. Sobald Sebastian ihn erwähnt, wissen wir, dass wir ausspioniert werden. Carla? Es sollte jedoch etwas sein, was dem Angreifer nicht offensichtlich ist. Ja. Ja, ja. Amber? Genau, er sollte nicht mitkriegen, dass wir Bescheid wissen. Hat jemand einen guten Vorschlag? Ja, ich! So, ich muss mal gerade mein Ladekabel suchen. Moment, mein Hund muss kurz vor die Tür. Mist, Wasserrohrbruch in der Wohnung drüber. Mein Hund muss kurz vor die Tür.
Ja, vielleicht mit dem Ladekabel, ne? Carla, kein Problem, wir können auch kurz auf Sie warten. Schön geantwortet. Das war nur als Beispiel gedacht, Carla. Wovon haben wir gerade geredet? Hallo? Na komm. Sehr cool, sie ist direkt drauf reingefallen, ne? Sehr nice. Aber ich frag mich eins. Es tut mir leid, ich stand kurz auf dem Schlauch. Auf dem Schlauch stehen ist doch auch gut. Amber? Ja, das könnte funktionieren, Sebastian. Ich fürchte jedoch, wenn man das mehrere Mal erwähnt, schöpft der Verdacht. Ja, das meine ich nämlich. Wenn jedes Mal, wenn er reingeht, wir könnten mehrere Sätze vereinbaren, Carla. Das ist eine gute Idee. Und sobald Sebastian einen davon erwähnt, sind wir gewarnt? Amber? Wir sollten jetzt nicht so viel Zeit verlieren. Ja, aber wir brauchen mehrere Sätze, Amber. Vorschlag. Sobald Sebastian mitbekommt, dass er gehackt wird, schreibt er einen Satz, der uns aufhorchen lässt. Okay. Ich denke, wir werden dann schon merken, wenn etwas faul ist. Ja, das werdet ihr merken. Weil ich wollte gerade sagen, stellt euch mal vor, ihr seid ein Hacker und lest irgendwo mit. Und jedes Mal, wenn ihr anfangt, irgendwo mitzulesen, schreibt auf einmal jemand, oh, ich muss mal mein Ladekabel suchen. So, dann denkst du dir doch auch, sag mal, was habt denn ihr für Kack-Handys, für Kack-Akkus? Also, ne? Klingt nach einem Plan, okay, so machen wir es. Mein Essen wird kalt, wir schreiben später. So machen wir es. Finde ich gut. Jetzt schreibt schon Samu nochmal, oder? Der ist gerade angekommen. Carla? Ich werde jetzt in Erfahrung bringen, wie viel Zeit uns noch bleibt, um zu verhindern, dass die Hölle auf Erden hereinbricht. Das ist eine gute Idee. Das. Samu, fuck. Bist du da, Sebastian? Nee, ich suche mein Ladekabel, sorry. Samu, endlich, wie geht es dir? Ihr seid aufgeflogen, Samu. Ein Glück, du bist bei Bewusstsein. Wie geht's dir? Wahrscheinlich nicht so gut. Was ist denn passiert? Oh, ich bin raus. Ich wollte, wie besprochen, diesen verdammten Trank wegschütten. Und plötzlich gingen die Lichter aus. Und auf einmal werde ich in diesem verdammten Raum wach. Fuck, mein Schädel. Was ist mit Jason? Ich weiß es nicht, er war plötzlich off. Er wird euch da rausholen, Samu. Und Jason hat mich vorhin angeschrieben. Du wurdest niedergeschlagen und weggeschleppt, ja. Das erklärt zumindest meine Kopfschmerzen. Immerhin hat er Wort gehalten und mir mein Handy zukommen lassen. Jason meint, ihr seid in einer Zelle unterhalb des Bürgerhauses. Was ist mit Ina? Beschreib, was du siehst, Samu. Komm, soll er mal beschreiben. Nicht viel, könnte eine Art Kellergewölbe sein. Unsere Zelle hat kein Fenster, nur eine Tür aus Metall. Das Fenster in der Zelle nebenan ist vergittert. Unsere, sagte er, ne, übrigens. Also muss Ina ja bei ihm sein. Keine Chance, hier ohne Hilfe rauszukommen. Ich komme mir vor wie Vieh in einem Käfig. Scheiße. Oh, und er schickt uns ein Video davon. Scheiße, die sind wirklich richtig eingesperrt. Ina ist noch immer völlig weggetreten. Und ein Video von Ina. Oh Mann. Was haben die ihn nur in die Drinks gemischt? Ist sie ansprechbar? Verdammt, in ihrem Zustand könntet ihr nicht fliehen, selbst wenn die Tür offen wäre. Aber die Wirkung muss doch irgendwann mal nachlassen. Hm.
Ich glaube, die könnten nicht fliehen. Nicht, wenn sie so drauf ist. Und ich glaube, er hat schon probiert, ob sie ansprechbar ist. Das stimmt, sie wirkt total katatonisch. Sie hat zwar die Augen auf, aber sie scheint überhaupt nichts wahrzunehmen. Diese verdammten Schweine. Setzen sie unter Drogen, sperren sie halbnackt in diese verdammte Zelle. Ich werde jedem den Schädel einschlagen, der versucht, sie anzurühren. Was zum Teufel wollen die nur von uns? Grubers online. Samu, sie wollen diesen Dämon heraufbeschwören. Es geht um ein Ritual, ein Opfer. Samu, ich muss dir etwas Schreckliches erzählen. Ja, komm, vielleicht können wir es ausführlicher erzählen. Warte. Ich habe etwas gehört. Ich glaube, da kommt irgendwer. Oh nein. Sandy ruft an. Ich bin kurz raus. Ich hoffe, die beiden bekommen davon nichts mit, aber ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber ich habe ein ganz mieses Gefühl. Irgendwas ist mit den beiden. Wenn das alles wirklich wahr ist, dann... Sandy, mit wem redest du da? Oh. Oh. Ich muss Schluss machen. Alle machen mit Google Schluss. Wenn die mein Handy finden, sind wir geliefert. Ja. Und ich befürchte, Sandy ist auch bald geliefert. Amber schreibt...